Ein befreundeter Komponist, Sven Ingo Koch, hat sich sehr mit dem Phänomen des Knisterns befasst. Knistern. Und er hat Stücke geschrieben, wo dieses Phänomen eine große Rolle spielt. Ihn interessieren dann natürlich auch die Zufallsrhythmen, Mikrorhythmen, sehr schnelle Zufallsrhythmen, die entstehen. Sie kennen das vielleicht, wenn man dieses Brausezeug, Chupa Chups oder wie das heißt, wenn man das im Mund hat, Brause, und dann knistert das im Mund. Und das sind alles kleine, natürliche Rhythmen, die entstehen, aber immer sehr, im Prinzip sehr organisch sind, organische Rhythmen. Ich kann das nochmal gerne an der Pauke zeigen, wie das mit dem Knistern ist. Das ist eine Schüssel mit Wasser. Und Knisterbad. Der Komponist Sven Ingo Koch hat sich nun überlegt, wie kann er denn dieses Knistergeräusch und die Struktur des Knisterns auf die Instrumente übertragen. Und da hatte er eine fantastische Idee bei den Schlaginstrumenten, dass man das mit Bürsten, mit sehr harten Borsten, sehr gut imitieren kann. Das will ich jetzt mal kurz zeigen. Dazu brauche ich noch mal ein bisschen mehr Begleitung. Was mich dann gereizt hat, ist der Übergang vom Knistern zu Rauschklängen, die man mit der Bürste auch sehr gut herstellen kann. Dabei habe ich wiederum festgestellt, dass man noch diesen hohen Anschlagsanteil bekommt, den man mit normalen Trommelstücken nicht bekäme. Dieses hohe, präzise Anschlagsgeräusch. Das hat mich fasziniert und ich habe dann auch dieses Set ein bisschen so zusammengestellt, dass man vor allem lange,
Klänge hat, auch diese Bassdrum zum Beispiel. Sie klingt sehr lange nach. Dadurch habe ich sehr viele Modulationsmöglichkeiten. Ich kann kurze Klänge mit langen Klängen mischen, was ich so bei einem normalen Drumset auch nicht habe unbedingt. Ich habe dann für die Bassdrum, für die Fußmaschine auch einen Schlägel mit Bürstenkopf auch entwickelt, damit ich diesen Klang, den ich hier mit den Händen habe, auch mit dem Fuß, mit der Bassdrum erzeugen kann. Das sind kleine Flummis, man nennt das auch Superballs. Im Moment finden das ziemlich viele Leute interessant, vor allem Komponisten. Die können nämlich sowas, die sind irgendwie ganz leicht zu bauen. Das sind Gummibälle aus dem Spielzeugbedarf. Die werden so an einem beweglichen Stiel befestigt, dass sie nicht runterfliegen beim Spielen. Und man hat mit diesen Anschlagsmitteln die Möglichkeit, auch Fellklänge, auch längere Fellklänge zu spielen, die sich auch vom Klang verändern. Mm-hmm.